Es ist die geheimste Militärbasis der Welt. Du wolltest zur Area 51? Hier ist sie. Niemand ist ihr jemals so nah gekommen. Bis jetzt. Es ist der richtige Ort zur richtigen Zeit. Was versteckt die US-Regierung? Handelt es sich um geheime Waffen oder außerirdische Technologie? Wir wollen wissen, wie es funktioniert. Was passiert, wenn man sich zu weit vorwagt? Wir mussten ins Auto springen, um uns zu schützen. Geheime Informationen. Interne Berichte. Enthüllungen von ehemaligen CIA-Piloten. Ich sah eine fliegende Untertasche. Und nie gezeigte Bilder der hochmodernen Ausrüstung der Basis. Wir haben hochauflösende Bilder der Area 51, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Dies ist Fall Nummer 55101. Es ist riesig. Oktober 2008. Pat Uskert befindet sich in der abgelegenen Wüste von Nevada, 24 Kilometer von der Area 51 entfernt. Sind Sie das? Das sind Sie. Was machen Sie? Sie beobachten uns. Zwei Typen. Willst du auch mal sehen? Sind zwei im Auto? Ja. Haben Sie das Licht eingeschaltet? Ja, haben Sie. August 1955. Dieselbe Wüste in Nevada an einem ausgetrockneten Flussbett. Ein Flugzeug von ungewöhnlicher Bauart schießt durch die Luft. Es ist der Test der Lockheed U-2, eines der bekanntesten Spionageflugzeuge der Welt, die eine neue Ära in der geheimen Luftfahrt einläutet. Im Mittelpunkt steht Groom Lake, auch bekannt als Area 51. Von der US-Regierung ausgewählt wegen seiner abgeschiedenen, kaum erreichbaren Lage. Öffentliche Straßen enden in 24 Kilometern Entfernung. Der nächstgelegene Ort, Rachel, entstand erst 1973 und wird von weniger als 300 Menschen bewohnt. Seit über 30 Jahren ist diese isolierte Basis mitten in der Wüste von Geheimnissen umwoben. Berichte von merkwürdigen Lichtern über der Basis sind an der Tagesordnung. Genauso wie Aufnahmen von unfassbar schnell fliegenden Objekten. Erst 1989 ändert sich alles. Als ich den Hangar betrat, sah ich ein außerirdisches Raumschiff, das von der Luftfahrtbehörde der USA nachgebaut wurde. Der angeblich für die Regierung arbeitende Physiker Robert Bob Lazar behauptet öffentlich, dass er in der Area 51 ein außerirdisches Raumschiff nachgebaut habe. UFO-Sichtungen im Luftraum über Groom Lake erreichten einen neuen Rekord. Doch die Basis bleibt weiterhin unzugänglich. Eine 24-Kilometer-Sperrzone hindert jeden Unbefugten daran, sich der Anlage zu nähern. Wer diese Zone zu überwinden versucht, wird verjagt, verhaftet oder darauf hingewiesen, dass auf Eindringlinge geschossen werden darf. Aber jetzt, wo es hochauflösende Kameras gibt, gibt es vielleicht doch einen Weg ins Innere. Wir sind nur ein paar Kilometer vom Herzen der Area 51 entfernt. Es ist wie ein eigenständiges Land mit eigener Bevölkerung und eigenen Ressourcen. Dort werden Programme mit neuartigen Flugzeugen getestet, von denen wir nichts wissen. Bis heute hat die US-Regierung die Existenz einer Militärbasis namens Area 51 nie anerkannt, geschweige denn Experimente außerirdischer Natur eingestanden. Unsere Nachforschungen führen uns in die abgelegene Wüste Nevadas. Dr. Ted Ackworth wird die offizielle Militärgeschichte der Basis untersuchen. In den letzten 40 Jahren sind hier die fortschrittlichsten Flugzeuge entwickelt worden. Bill Burns wird die Gerüchte über den Raumschiffnachbau untersuchen.
Je mehr wir uns damit befassen, desto komplexer und tiefgründiger wird die Sache. Und Pat Uskert wird versuchen, sich die Basis vor Ort anzusehen. Ich habe die Chance, mir einen der geheimsten Orte der Welt anzusehen. Der Name Area 51 stammt von Landkarten der 1950er Jahre. Sie zeigen das Testgelände in Nevada mit einem Raster und verschiedenen Nummern für jeden Quadranten. Das Gebiet rund um Groom Lake hat die Nummer 51. Es gibt so gut wie keine weiteren historischen Details zu dieser Gegend und nur wenige wissen, was im Inneren vor sich geht. Ich bin mit Peter Merlin verabredet. Er ist Luftfahrthistoriker und eine Art Experte der Area 51. Peter Merlin ist ein Mitglied der Nevada Test Site Historical Foundation. Er hat Dutzende Area 51-Mitarbeiter befragt und einige der Geheimdokumente und illegalen Satellitenbilder eingesehen. Stimmt es, dass die Basis etwa 1955 in Betrieb genommen wurde? Sie wurde 1955 von der CIA eröffnet. Das U-2-Spionageflugzeug war streng geheim und sie brauchten einen abgelegenen Ort, um es zu testen. Die Ingenieure entschieden sich aufgrund seiner 6 Kilometer langen natürlichen Landebahn für Groom Lake, einem ausgetrockneten Flussbett. Doch als sich herausstellte, dass die Lockheed U-2 von sowjetischen Raketen getroffen werden könnte, fing das Militär an, hier auch an anderen Geheimprojekten zu arbeiten. Die Basis in Groom Lake war nicht dafür gerüstet, weder die Gebäude noch die Infrastruktur oder die Landebahn. Sie bauten es aus und so wurde es zu der groß angelegten Militärbasis, die wir heute kennen. In den 1960ern wurde die Basis zum Zentrum für alle Tests und Entwicklungen an geheimen Militärflugzeugen. Wie der RB-69A, der Lockheed F-117 und der Northrop B-2 Spirit. Was denken Sie, woran im Moment gearbeitet wird? Ich denke, es geht vor allem um unbemannte Flugzeuge. Die Air Force experimentiert seit langem auf diesem Gebiet. Einen Test in der geheimen Anlage mitzuerleben, ist so gut wie ausgeschlossen. Trotzdem will Uskert genau das versuchen. Er trifft sich mit Mark Farmer, einem Kameramann für Luftaufnahmen, und mit Area 51-Experten. Farmer nimmt Uskert mit zu einem verborgenen Flugkanal, den nur wenige je gesehen haben und der noch nie im Fernsehen gezeigt wurde. Wir befinden uns etwa 32 Kilometer nördlich der Area 51. Das ganze Gebiet hier ist mit Plutonium verseucht, weil hier Atomwaffen getestet wurden. Wir stehen mitten in plutoniumverseuchtem Gebiet? Hier ist überall Plutonium. Toll. Laut Farmer sind seit dem letzten Waffentest viele Jahre vergangen. Trotzdem ist die Gegend für ein anderes Ereignis sehr beliebt, für die Beobachtung von Flugtests. Ich höre was. Klingt, als ob gleich was vorbeikäme. Eine McDonnell Douglas F-15 schießt über die Area 51. Kurz danach taucht eine zweite auf. Vielleicht hat das Militär die Männer schon bemerkt. Glaubst du, wir werden beobachtet? Zumindest elektromagnetisch. Eine unbekannte Anzahl von Bewegungsmeldern aktiviert Ton- und Bildaufnahmen überall auf dem Gelände. Wie haben die uns entdeckt? Mit sogenannten elektronischen Unterstützungsmaßnahmen, die elektromagnetische Signale auffangen. Wir haben Funkmikros, wir haben Handys und Walkie-Talkies. Wir senden jede Menge Signale aus. Die F-15 drehen ein paar Runden und verschwinden dann wieder. Farmer und Uskert wissen, dass sie jetzt, wo die Basis weiß, dass sie da sind, keine weiteren Flüge zu sehen bekommen werden. Es ist ihr Job, diesen Ort geheim zu halten, und den nehmen sie natürlich ernst. Niemand weiß das besser als Bob Lazar, der nach Jahren des Verspottetwerdens aus der Öffentlichkeit verschwindet.
Der Mann, der die Geschichte damals publik machte, George Knapp, sucht allerdings immer noch nach Antworten. Derzeit arbeitet Knapp für KLAS Television, eine CBS-Tochterfirma in Las Vegas, Nevada. George Knapp machte die Bob Lazar und die Area 51-Geschichte öffentlich. In Knapps Reportage von 1989 behauptet Lazar, den Auftrag zu haben, in einer Abteilung des Area 51-Komplexes, genannt S4, ein außerirdisches Raumschiff nachzubauen. Die Beweise für eine Mitarbeit Lazars in der S4 und dem Los Alamos National Laboratory, wo er ebenfalls tätig gewesen sein soll, scheinen verschwunden zu sein. Lazar behauptet, seine Identität wäre gelöscht worden. Viele halten ihn für einen Schwindler, aber Knapp findet schockierende Beweise in den Berichten des Los Alamos Laboratory. Wir fragten dort nach ihm. Sie sagten, er wäre dort nicht tätig gewesen. Doch wir fanden das Telefonregister des Labors mit seinem Namen drin. Aber sie meinten, es gäbe trotzdem keine Unterlagen. Versuchte die Regierung zu vertuschen, dass Lazar für sie in der Area 51 gearbeitet hatte? Dann fand ich den Artikel in der Regionalzeitung. Lazar war auf dem Titelblatt mit seinem Raketenauto und wurde als Physiker vorgestellt. Ich fuhr zum Labor, aber sie wollten ihn immer noch nicht kennen. Ich wusste aber, dass er da gewesen war. Denn ich hatte 4 bis 5 Leute befragt, die mit ihm zu tun gehabt hatten und sagten, er habe an Geheimprojekten mitgearbeitet. Durch die eindeutigen Beweise für seine Arbeit bei Los Alamos hält Knapp Lazar für glaubwürdig. Doch es soll noch merkwürdiger werden. Lazar berichtet, dass er bei seiner Arbeit in der Area 51 mit einer starken außerirdischen Energie zu tun hatte, die er Element 115 nannte. Er war überzeugt davon, dass es von einem anderen Planeten kam. Er sollte es untersuchen und herausfinden, wie es funktionierte. Lazar behauptete, dass Element 115 zum Antrieb fliegender Untertassen benutzt wurde. Für mich war entscheidend, ob er im Los Alamos Labor mit geheimen Projekten zu tun hatte. Dann war es zumindest möglich, dass er in der Area 51 gearbeitet haben könnte. Glauben Sie Bob Lazars Geschichte? Tue ich. Gleich wird ein ehemaliger CIA-Pilot Lazars Geschichte bestätigen und eine eigene schockierende Beobachtung schildern. Vor ein paar Minuten haben wir ein außerirdisches Regierungs-UFO gesehen. 1989 erzählt der angeblich für die Regierung arbeitende Physiker Bob Lazar der Welt, dass er beauftragt wurde, in der Area 51 außerirdische Flugobjekte nachzubauen. Lazar behauptet, die UFOs würden von einer Art Alien-Energie angetrieben werden, der er den Namen Element 115 gibt. Doch die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Basis verhindern, dass jemand diese Aussagen verifizieren kann. Gerüchte über eine geheime Eliteeinheit, die Neugierige vertreibt, halten sich hartnäckig. Pat Uskert wird bald herausfinden, wie einschüchternd die Sicherheitsmaßnahmen wirklich sind. Ich treffe mich mit der Autorin Susan Wright, die ein Buch über die Area 51 geschrieben hat. Sie hatte ein sehr beängstigendes Erlebnis außerhalb des Geländes. Pat Uskert und Susan Wright sind etwa 200 Kilometer nördlich von Las Vegas unterwegs. Sie sind an der Stelle, wo der Highway 375 einen Feldweg kreuzt, der direkt zu der Basis am Groom Lake führt. Auf welcher Straße sind wir? Das ist die Groom Lake Road, die direkt zum Eingang der Area 51 führt. Susan Wright hat das Gelände zuletzt 1997 betreten. Eine Erfahrung, die sie nicht mehr vergessen wird. Das Militär überwacht alles und versucht, Leute einzuschüchtern und zu verjagen. Was hast du hier erlebt? Wir fuhren bis zur Grenze des Geländes und sahen die Tarnmänner. Tarnmänner stehen für die Sicherheitskräfte der Area 51, die stets in Tarnkleidung unterwegs sind. Sie versperrten die Straße, sodass wir nicht weiterfahren konnten. Wir fuhren also ein Stück zurück. Als wir ausstiegen, kam plötzlich aus dem Nichts ein Hubschrauber.
Wie lautlos, ohne Vorwarnung. Er war plötzlich direkt vor uns. Wie nah war er? Vielleicht 12 Meter. Wir mussten ins Auto springen, um uns zu schützen. Das war sehr beängstigend und einschüchternd. Aber genau das wollten sie. Sie wollten uns einschüchtern und verjagen. Warum sollte eine Militärbasis neugierigen Zivilisten Angst einjagen wollen? Die Antwort könnte in ihren Tests liegen. Während Susan Wright und Pat Uskert weiter auf die Area 51 zufahren, erhält Bill Burns neue Informationen über die angebliche Funktion von Element 115. Sein Informant ist John Lear, ein Vertrauter von Bob Lazar. John Lears Vater hat den Learjet erfunden. Er selbst ist ein erfahrener Pilot. Er hat für die CIA gearbeitet und war somit ein sogenannter Geheimnisträger. Bei seiner Pensionierung hatte Lear über 19.000 Flugstunden. Er besitzt die meisten Flugauszeichnungen, die je ein einzelner Pilot erhalten hat. Als er sich aber in den späten 1980ern mit Bob Lazar anfreundete, veränderte sich sein Leben. Laut Lear nahm Lazar ihn abends gerne zu Ausflügen zum Rand der Area 51 mit, wo sie UFO-Testflüge beobachteten. Haben Sie ein UFO in der Area 51 gesehen? Ich habe eine fliegende Untertasse gesehen, keine Frage. Sie war leuchtend gelb und gold. Bob Lazar sagte mir, wann sie auftauchen würde. Und so war es dann auch. Eine nie gezeigte Privataufnahme vom 22. März 1989. Wir sehen John Lear an der Grenze des Area 51-Geländes, auch bekannt als Groom Lake. Der Kameramann ist Bob Lazar. Wir stehen etwa 13 Kilometer östlich von Groom Lake, dem streng geheimen Testgelände der Regierung. Vor wenigen Minuten haben wir eines der außerirdischen Flugobjekte gesehen und einen 7- bis 8-minütigen Flug beobachtet. Bob Lazar hat uns den Hinweis gegeben. Er ist Physiker und arbeitet in Groom Lake. Und ist ab sofort ein toter Mann. Lear behauptet außerdem, dass Lazar ihm detaillierte Informationen über seine Arbeit anvertraut hat. Er versuchte, den Antrieb nachzubauen, der diese Objekte hunderte bis tausende von Lichtjahre weit weg fliegen lassen sollte. Lear zeigt uns einen Modellreaktor, der Schlüssel zur Energiequelle der UFOs sein soll. Wenn man die Kappe hier abnimmt, sieht man den Antrieb. Element 115. Bob sagte, dass rund 227 Kilogramm davon bei Los Alamos lagern. Sie beschießen die Spitze des Elements 115 mit Protonen, wodurch es zu 116 wird und sofort zerfällt. Die Zahl 115 steht für die Anzahl der Protonen im Atomkern des Elements. Lazar behauptet, dass die 115 durch Beschuss mit Protonen auf 116 erhöht werden kann. Der neue Stoff ist instabil und zerfällt schnell, wobei er enorme Mengen Energie freisetzt. Dieser Prozess sorgt laut Lazar dafür, dass fliegende Untertassen den Gesetzen der Schwerkraft trotzen und mit unglaublichen Geschwindigkeiten fliegen können. Hier ist unser Objekt, hier das All. Sie ziehen das All an und wickeln es um sich herum. Dadurch können sie hunderte von Lichtjahre schnell durch den Weltraum fliegen. Die meisten Wissenschaftler zweifeln an Lazars Behauptungen über die Eigenschaften von Element 115. Doch John Lear und Bob Lazar glauben, dass das Verständnis darüber noch ganz am Anfang steht. Zwar glauben viele, dass UFOs ein Mythos sind, aber John hat alles bestätigt. Er weiß neben Lazar mehr darüber als jeder andere. Die Aktivitäten innerhalb der Area 51 sind vielleicht geheim. Die Vorgänge am Rande des Gebietes sind dafür sehr öffentlich. Pat Uskert und Susan Wright befinden sich am nordöstlichen Rand des Sperrgebiets. Und sie sind nicht allein. Da drüben. Was? Tarnmänner auf dem Hügel.
Sind Sie das? Hundertprozentig. Was machen Sie? Sie beobachten uns. Zwei Männer, willst du mal sehen? Zwei Männer in einem Fahrzeug. Haben Sie gerade das Licht angemacht? Ja. Gerade als ich mich gefragt habe, ob da jemand im Auto sitzt, haben Sie das Licht angemacht. Aus der Ferne findet eine Audio- und Videoüberwachung statt. Du kannst die Sensoren dort und dort sehen. Sie behalten uns im Auge. Obwohl sie beobachtet werden, bleiben Pat und Susan auf dem Gelände. Da ist ein neues Schild über dem alten. Auf dem alten stand, auf Unbefugte wird geschossen. Das war ein bisschen krass. Wow. Deswegen haben sie jetzt dieses Schild angebracht. Was steht da? Achtung, US Air Force Gelände. Unerlaubtes Betreten verboten. Personen und deren Eigentum werden durchsucht. Wow. Während Pat Askert und Susan Wright an der orange markierten Sperrgebietsgrenze entlang gehen, behält sie der Sicherheitsdienst stets im Auge. Sie ändern ihre Position, damit sie uns besser sehen können. Sie wollen sehen, wohin wir gehen und was genau wir vorhaben. Sie beobachten uns. Ja, wahrscheinlich haben sie Ferngläser, durch die sie uns beobachten. Ich möchte hier weg. Wollen wir gehen? Ja, gehen wir. Nachdem er die Sicherheitsmaßnahmen aus nächster Nähe erlebt hat, sucht Pat Askert einen neuen Ansatzpunkt. Dazu ist ein steiler, 2,4 Kilometer langer Marsch notwendig, der mit einem Blick auf die Area 51 belohnt wird. Wir bekommen hochauflösende Bilder der Area 51, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Seit Jahren faszinieren die Geheimnisse rund um die Area 51 UFO- und Militärforscher gleichermaßen. Auf normalen Satellitenbildern sind keine klaren Details zu erkennen. Es gibt mehrere Landebahnen und diverse große Gebäude und einige nichtssagende Bauten. Diese Bilder zeigen nicht, wie groß die Basis wirklich ist. Doch genau das möchte Pat Askert jetzt enthüllen. ...35 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt trifft Pat Askert sich mit dem renommierten Area 51-Experten Glenn Campbell. Gemeinsam wollen sie auf den Tickaboo Peak hinaufsteigen. Von dort oben können sie die Basis gut überblicken. Wir werden hier unser Tageslager aufschlagen, weil wir etwas früh dran sind. Es ist noch hell und wir wollen erst im Dunkeln losgehen. Wir wollen bei Sonnenaufgang da sein. Die beste Zeit, um Area 51 zu sehen. Während Pat Askert und Glenn Campbell ihr Basislager aufschlagen, beobachtet Dr. Ted Agworth 32 Kilometer entfernt den Himmel über Groom Lake. Auf halbem Weg zwischen den Städten Rachel und Alamo befindet sich ein Straßenabschnitt, über dessen Luftraum regelmäßig UFOs gesichtet werden. Diese Bilder vom Luftraum über der Basis sind von Amateurfilmern gemacht worden. Um es genau herauszufinden, haben wir die Sicherheitsfirma Southwest Surveillance aus Las Vegas engagiert. Sie haben drei hochauflösende Kameras, die wir auf die Area 51 richten werden. Mal sehen, ob wir etwas aufnehmen können. Die drei Kameras werden 30 Meter voneinander entfernt aufgestellt. In den nächsten drei Tagen werden sie ununterbrochen Panoramabilder des Himmels über der Area 51 aufnehmen. Verdächtige Aktivitäten im Luftraum über der Basis werden von ihnen aufgenommen werden. Bei Nachtanbruch bereiten sich Pat Askert und Glenn Campbell auf die lange Wanderung zum Tickaboo Peak vor. Tickaboo Peak liegt 42 Kilometer von Area 51 entfernt und ist die einzige Möglichkeit, sich die Basis legal von oben anzusehen. Wir mussten einen 35 Kilometer Trampelpfad entlanglaufen und müssen jetzt den Berg hinaufsteigen. Diese Klettertour macht man nicht jeden Tag.
Es ist 9:30 Uhr morgens. Ich stehe am Fuße des Tigaboo Peak auf ungefähr 2000 Meter. Die Luft ist sehr trocken und ich spüre jetzt schon die Höhenluft. Obwohl der Aussichtspunkt nur 1,6 Kilometer weit weg ist, führt der Weg über steile Steigungen und unebenes Gelände. Pat Uskert und Glenn Campbell müssen sich sogar auf Händen und Knien fortbewegen, um sich durch Fels und Geröll zu kämpfen. Wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs. Die Strecke ist teilweise sehr steil. Das ist nichts für Anfänger. Wer hier rauf will, muss ein erfahrener Kletterer sein. Sonst kann man hier leicht zu Tode kommen. Das Nachtklettern dauert rund 3 Stunden. Sind wir bald da? Nur noch über den nächsten Vorsprung. Sobald sie den Vorsprung überwunden haben, liegt die geheimnisvollste Basis der Welt direkt vor ihnen. Du wolltest zur Area 51? Hier ist sie. Mein Gott. Das ist ja riesig. Die Basis ist immer noch 42 Kilometer entfernt. Aber die trockene Luft in Nevada und die damit einhergehende mangelnde Feuchtigkeit sorgen für einen klaren Fernblick. Wenn die Sonne aufgeht, kann man noch mehr Details erkennen. Jedes dieser Lichter steht für einen Hangar. Die Basis ist mehrere Kilometer lang. Gehören alle Lichter, die wir sehen, zur Area 51? Kommt auf die Betrachtung an. Das eigentliche Gebiet, das wir Area 51 nennen, ist etwa 16 mal 10 Kilometer groß. Aber es ist umgeben von einer militärischen Pufferzone. Es ist also ein weiter Militärkomplex, der ungefähr so groß ist wie Connecticut und Rhode Island zusammen. Diese bei Sonnenaufgang entstandenen hochauflösenden Bilder der geheimsten Basis der US-Geschichte sind eine TV-Premiere. Doch als Pat Uskert das Gelände überblickt, entdeckt er plötzlich ein weiteres Geheimnis. Nicht gekennzeichnete Flugzeuge. Es heißt, diese Flugzeuge würden Angestellte zur Area 51 bringen. Was sie dort tun, ist nicht bekannt. Ich sehe ein Flugzeug. Hat es einen roten Streifen an der Seite? Es ist weiß mit einem roten Streifen an den Fenstern. Ja, das ist eine. Die Mitarbeiter aus Las Vegas werden mit einer 737 hierher befördert. Das ist eine reguläre Airline. Am Morgen landen alle 30 Minuten welche. Das Tageslicht erlaubt nun einen genauen Blick auf die Area 51, den besten überhaupt. Für diese Aufnahmen wird mehr als eine herkömmliche Filmausrüstung benötigt. Wir haben eine Spezialkamera dabei. Eine durchschnittliche Kamera hat eine Linse von 50 mm Brennweite. Aber wir haben eine mit 1140 mm. Damit können wir hochauflösende Bilder der Area 51 machen. Glenn Campbell sagt, dass noch nie jemand mit einer so guten Kamera hier oben war. Wir bekommen also Aufnahmen der Area 51, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Die Kamera zeigt eine riesige Start- und Landebahn und eine Reihe von Gebäuden, die den Kern der Area 51 ausmachen. Die unscheinbaren Hangars, Büros und Landebahnen mitten in der Wüste Nevadas sollen harmlos wirken. Ein Mysterium ist allerdings dieser Riesenhangar, der erst vor kurzem gebaut wurde.
Mir fehlen die Worte. Das ist fantastisch, unglaublich, unfassbar, aber das alles beschreibt es nicht richtig. Für einen UFO-Forscher ist das hier genau der richtige Ort zur richtigen Zeit. Ted Agworth und der Luftfahrthistoriker Peter Merlin nehmen sich die neuesten Satellitenbilder der Basis vor. Das ist das neueste Satellitenbild der Area 51. Es ist ein sehr hochwertiges Foto. Heutzutage besteht die Area 51 aus 24 Hangars, 4 Landebahnen, mehreren Unterkünften, einem Radarturm und einem explosionssicheren Gebäude. Aber so weitläufig war es nicht immer. So sah es in den 1950ern aus, als es noch Watertown Airstrip hieß. Es gab nur eine 152 Meter asphaltierte Landebahn, ein paar Hangars, Lagerhäuser und ein paar Unterkünfte. Ziemlich spartanisch also. 25 Jahre lang bleibt die Einrichtung so bescheiden. Dann vergrößert sich die Basis schlagartig. In den 1980ern gab es dramatische Veränderungen. Munitionslager entstanden und die Landebahn wurde um 1,5 Kilometer verlängert. Sie legten neue Zufahrtswege an. Die Veränderungen in den 1980ern ereigneten sich kurz bevor sich Bob Lazar an die Öffentlichkeit wandte und behauptete, die Regierung würde ein Flugobjekt auf Basis von außerirdischer Technik testen. Die neuesten Satellitenbilder bestätigen, was Pat Oskert auf der Spitze des Tickaboo Peak gesehen hat. Da sind ein paar neue Hangars am südlichen Ende. Man fragt sich, wozu sie die brauchen. Es gibt schließlich schon 23. Anscheinend sind die alle belegt und dieser große hier ist wirklich ungewöhnlich. Wofür benötigt man einen Hangar dieser Größe? Es gibt viele Berichte von Flugobjekten unterschiedlichster Form. Jedoch würde nur ein beobachtetes Flugobjekt in diesen Hangar passen. Das fliegende Dreieck. 1997 wurde in Phoenix, Arizona ein großes fliegendes Dreieck gesichtet. Ich habe ein dreieckiges, dunkles Objekt gesehen. Und 2004 in Tinley Park, Illinois. Ich hab's auf Band, ich hab's. Und vor kurzem auch im Jahre 2008 in Wales, in Großbritannien. Ich sah in den Himmel und da war dieses dreieckige Gebilde. Eine mögliche Erklärung war das sogenannte Tarnluftschiff, das jedoch laut der US-Regierung gar nicht existiert. Außerdem zweifeln viele Experten, dass man es vor der Öffentlichkeit verbergen könnte. Fehlinformation. Keine Information. So bewahrt man Geheimnisse. Vielleicht wird man es nie herausfinden. Aber vielleicht hat UFO Hunters die Antwort gefunden. In der Area 51. Ist dieser Hangar ein Beweis für streng geheime Technik, die seit 10 Jahren für UFO-Sichtungen sorgt? Die einzige Möglichkeit, das zu erfahren, ist, mit den Angestellten der Area 51 zu sprechen. Wie Glenn Campbell berichtete, werden die meisten der Area 51-Angestellten in weißen, nicht gekennzeichneten Flugzeugen mit einem roten Streifen an der Seite eingeflogen. Recherchen von Campbell und anderen haben ergeben, dass diese Flüge Janet Flights genannt werden und vom McCarran International Airport in Las Vegas starten. Pat Oskert und Glenn Campbell versuchen, diese anonymen Flüge vom Boden aus zu verfolgen. Gleichzeitig beobachten Bill Burns und Mark Farmer den Terminal der Janet Flights aus dem 18. Stock des Tropicana Hotels, einem der wenigen Punkte in Las Vegas, von welchem aus man den Terminal sieht. Mark wird versuchen, die Flugnummern der Janet Flights nachzuverfolgen und mit der Datenbank der Bundesflugbehörde FAA abzugleichen, damit wir sehen, wem diese Flugzeuge gehören. Oskert und Campbell suchen vor Ort am McCarran Flughafen nach einem guten Ausblick. Wofür steht Janet? Es könnte für Joint Army Navy Transport stehen, aber keiner weiß, was es wirklich bedeutet. Es ist lediglich das Rufzeichen.
Diese Aufnahmen aus dem McCarran Tower beweisen, dass das Rufzeichen echt ist. Las Vegas Post, Janet 721. Post, Janet 210-15. Dieselben Flugzeuge, die wir von Tickaboo Peak aus gesehen haben. Sie haben Las Vegas 20 Minuten zuvor verlassen und sind zur Area 51 geflogen. Ihre tägliche Route. Sie heben hier ab und landen in der Area 51. Jede geheime Basis braucht eine Verbindung zur Außenwelt. Diese hier ist die Verbindung. Im Hotel beobachten Bill Burns und Mark Farmer immer noch die Janet-Flüge und notieren sich die Kennziffern am Heck. Der, der jetzt beladen wird, ist November 5177 Charlie. Eine Überprüfung der Janet-Hacknummern mit der Nationalen Flugdatenbank bestätigt die Regierungsbeteiligung an der Fluglinie. 662 Bravo Alpha. Sie gehört der US-Regierung. Was bedeutet das? Wenn man auf dem Flugplatz herumfährt, würde man an dem Terminal nichts Verdächtiges vermuten. Wenn man ihn sich näher ansieht, fallen einem der Stacheldraht und die Bachhäuschen auf. Es gibt keine Markierungen am Gebäude. Es wird vor aller Augen versteckt. Eine öffentliche Stellungnahme von Area 51-Angestellten zu bekommen, ist so gut wie unmöglich. Bill Burns hat es dennoch geschafft. Als wir dort draußen waren, existierten wir praktisch nicht. In den 1980ern blickte die Öffentlichkeit auf die Area 51, nachdem der Physiker Bob Lazar behauptete, er würde ein Alien-Raumschiff für militärische Einsätze nachbauen. Lazar ist aus der Öffentlichkeit verschwunden und spricht nicht mehr über seine Erlebnisse. Aber neue Erkenntnisse über die Basis haben ihr entwicklungstechnisches Potenzial aufgedeckt. Bill hat einen ehemaligen Angestellten der Geheimbasis ausfindig gemacht. Ich treffe mich mit T.D. Barnes, einem ehemaligen Ingenieur in der Area 51. T.D. Barnes arbeitete von 1968 bis 1972 als Elektroingenieur in der Area 51. Er war maßgeblich an der Entwicklung verschiedener geheimer Flugobjekte beteiligt, wie etwa der Lockheed A-12 oder der Lockheed F-117. Laut Barnes wird die Identität jedes einzelnen Angestellten in der Area 51 geheim gehalten, solange er auf der Basis arbeitet. Wir besaßen Pseudonyme, Codenamen. Solange wir dort waren, existierten wir praktisch nicht. Barnes' Erzählungen könnten helfen, Bob Lazars Behauptungen zu bestätigen, der nie beweisen konnte, dass er ein Angestellter der Area 51 war. Laut Barnes waren die Sicherheitsmaßnahmen dort so strikt, dass kein Ingenieur Zugang zu einem anderen Projekt als dem eigenen hatte. Manchmal fand draußen etwas statt, das keiner von uns sehen durfte. Wir wurden in die Haupthalle geschickt und man zog die Vorhänge zu. Dort saßen wir dann 2 bis 3 Stunden. Falls geheime Technologie getestet wurde, durfte man sie nicht zu Gesicht bekommen, außer man arbeitete daran. Was wissen Sie über den Nachbau außerirdischer Raumschiffe? Niemand von uns wusste etwas davon. Das heißt nicht, dass es nicht passierte. Es könnte also ein Nachbauprojekt gegeben haben, aber natürlich wussten Sie nichts davon. Man wusste es nicht, aber möglich war es. Sie könnten mit einem außerirdischen Objekt über die Basis geflogen sein. Währenddessen waren alle in der Haupthalle versammelt, die Vorhänge waren zu und sie konnten nichts sehen. So geheim und abgeriegelt war die Arbeit in der Area 51. Stimmen Lazars Behauptungen über UFO-Testflüge? Am Rande des Sperrgebietes nehmen die 3 hochauflösenden Kameras von Ted Ackworth ein paar unerklärliche Lufterscheinungen auf. 3 Tage lang haben die Kameras aufgenommen, was um sie herum geschehen ist. Ackworth und der Bildspezialist Terence Mason sehen sich die Aufnahmen an. In der ersten Nacht, um 22.39 Uhr,
erschien dieses merkwürdige Licht am Himmel über der Area 51 und verschwand dann hinter den Bergen. Das ist so hell. Ich denke nicht, dass es Blitze sind. Es scheint ein Antrieb oder ein Jet zu sein. Können wir die Tagesbilder mit den Umgebungsaufnahmen der Nacht überblenden? Terence blendet beide Bilder ineinander und macht eine Entdeckung. Wenn wir die Bilder übereinander legen, erkennen wir, dass dieses Ding ein gutes Stück über dem Horizont fliegt, bevor es verschwindet. Es verschwindet, sobald es die Linie überquert. Was auch immer aufgenommen wurde, ist plötzlich verschwunden. Es verschwindet dort, wo die Landebahn der Area 51 anfängt. Mal sehen, ob wir die Geschwindigkeit berechnen können. Ted Egworth berechnet die Entfernung zwischen den Kameras und der Area 51 auf 24 Kilometer. Außerdem nimmt er die Höhe und Entfernung der Berge im Vordergrund, um die Geschwindigkeit des Objektes zu berechnen. Wie weit ist das Objekt entfernt? Gemessen an der Höhe der Bergkette. Es ist etwa doppelt so weit vom Boden entfernt wie die Bergkette. Wenn es auf der Area 51 landet, dann fliegt es mit 3 Kilometern in 2,2 Sekunden. Das sind etwa 5793 Kilometer pro Stunde. Das ist ziemlich schnell. Sehr schnell. 5793 Stundenkilometer ist schneller als jedes Flugzeug. Außerdem war es 32 bis 48 Kilometer von der Area 51 entfernt. Also bewegt es sich mit der Geschwindigkeit eines Meteoriten. Nein, es wäre nicht so schnell wie ein Meteorit. Dazu ist es doch zu langsam. Sternschnuppen und Meteoriten würden durchs Bild schießen. Im Sekundenbruchteil würde es durch das Bild jagen. Das einzig bemannte Flugzeug mit diesen Geschwindigkeiten war die X-15, die Geschwindigkeiten von bis zu 7242 km/h erreichen konnte. Der letzte Flug fand allerdings schon am 24. Oktober 1968 statt. Seither konnte kein bemanntes Flugzeug diese Geschwindigkeiten erreichen. Das macht mich fertig. Wir stehen hier vor einem Rätsel. Irgendetwas ist mit enormer Geschwindigkeit in der Area 51 gelandet, aber wir wissen nicht, was es ist. Wir sind um das Gelände herumgefahren, aber wir sind auf höchste Geheimhaltung gestoßen. Area 51 ist Realität, keine Fiktion. Es gibt sie seit 1955. Aber obwohl der Gebäudekomplex nie geheim war, ist das, was im Inneren geschieht, streng geheim. Was ist das Geheimnis der Area 51, nachdem wir alles andere ausgeschlossen haben? Fliegen in den Bergen UFOs umher? Was verstecken sie? Was ist dort? Die Bilder von der Area 51 beweisen, dass die Basis noch in Betrieb ist. Und Riesenhangars, unfassbar schnelle Flugobjekte und große Dreiecksflugkörper, die weltweit gesichtet wurden, machen die Area 51 zu einem globalen UFO-Phänomen.